Guten Tag, hat er gesagt. Oh, ich bin hier irgendwie immer runtergerutscht. Ich habe ja so Kopfkissen auf dem Stuhl. Ich habe auch so einen ganz normalen Stuhl. Sieht man den hier? Das ist hier nichts. Ich kann hier weder links oder rechts irgendwas machen. Sondern das ist einfach nur ein normaler Stuhl. Kein Computerstuhl. Ich weiß gar nicht, ich mag das ja nicht, wenn sie hier alle zu bewegen muss. Starr und starr sitzen. So. Wie ein Kuckuck. Keine Ahnung. So, wir haben das ja jetzt aufgebaut. Jetzt können wir das natürlich anschmeißen, das Ganze. Und laufen lassen. Das heißt, wenn wir das da reinschaufeln, können wir eigentlich mal machen. Wollen wir mal eine Runde baggern jetzt hier? Könnt ihr das reinschmeißen? Dann hätten wir hier den ersten Eimer. Ich glaube, das passt jetzt auch vom Abstand. Ich wollte ja eh mal die ganzen Eimer hier rein sammeln. Aha. Ist das scheißegal, wie die liegen? Bestimmt, ne? Ich will mich bestimmt jetzt auf, dass ich die 100%ig toll machen muss. Will. Wie auch immer. Und dann ist das hier eh alles scheiße. Ah, ich schmeiß sie jetzt einfach, ich rennet ja eh jedes Mal um hier, wenn ich da liegen. Ah ja. So. Yeah. Was? Gudi. Ich glaube sogar, das ist ein bisschen zu weit weg, ne? Kann das sein? Wie sieht es denn halt mit einem prima Sprit hier drin aus? So. Ne, so ist ganz gut. Und dann brauche ich nur auf und zu machen, ne? Wo war denn das auf und zu? Schau mal. Das war irgendwie C, kann das sein? Ne, C ist eine. Ist eine komische Kamera hier immer. Wo ist denn das C? Achso, okay. Denn V? Y. So, genau. Und T war auf. Schaufel schließen, öffnen. H. So, ah. Okay. Nee, wie kann ich denn das Ganze jetzt hier bewegen nochmal? Warte, hä? Also das hier ist hoch und runter. Das hier ist der hier. Aber da muss ich ja mit denen hinterher machen, oder was? Was ist denn das für ein Trick, ey? Verstehst du? Kann die denn nicht einfach dranbleiben daran? Weil die zumindest begrüßen, ne? Na, ein bisschen steht die ja schon denn da weit weg. Oder ist das geil? Oh. Geht denn da viel verloren, was ich da mache?
Der fällt ja trotzdem raus. Hätte ein bisschen näher ran machen können, ne? Aber, warte mal, wir können ja auch mit dem Bagger noch fahren. Muss ich nur den hier machen? Genau so. Und dann glaube ich, passt das ein bisschen mehr. Du verlierst Schürfmaterial, aber da fiel doch ein bisschen was daneben, ne? So, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt können wir hier hinten eine Wasser anmachen, dann suppt das wenigstens da schon mal durch. Und natürlich weit weg, ne? Ich weiß. Eigentlich müsste ich den hier schon mal rückwärts hinfahren, weil ich ja zu faul bin zum Laufen. Ich habe einen Kumpel, der wohnt 200 Meter vom Bäcker entfernt und läuft das im, fährt das immer mit Auto am Wochenende. So, lass den mal laufen, weil wir haben ja 15 Grad sogar haben wir. Mal den Diesel hier lassen, ne? Naja, wenigstens 27%, ne? So, hier ist überall Wasser. Hier lübt es anscheinend. Ich fahre voll über den Dings rüber. Und Wasser ist hier auch. Dann ballern wir den noch an hier. Wir nehmen hier irgendwo mal einen Anknopf. Ah, da. Ich habe Minuswasser. Jetzt sehe ich das durch die Schaufel nicht. Minus 23 Meter Wasser. Der kriegt das nicht gepumpt. Echt jetzt nicht? Oh, jetzt bin ich mal... Jetzt weiß ich das natürlich nicht. Ah, hier. Guck mal hier. Ist hier irgendwas an? Ja, das kriegt er einfach nicht, ne? Aber ist egal, ob soll da hinten jetzt weiter. Okay, das schaffen die also nicht. Ja, jetzt ballert der natürlich da rein.
Achso. Ja, ist doch richtig. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier die ganze Zeit ein bisschen graben, ne? Okay. Also das läuft ja bisher rund, ne? Einundachtzig Gramm Nugget. Weiß nicht, ob ich das halt richtig mache, ne? Aber 32 ist jetzt der Eimer voll. Ja, so ist besser, ne? Einundzwanzig. Ja. Okay. Ja, aber fett schon. Ja, ich weiß nicht, ob uns das reich macht, ne? Wobei kommt es eh, ne, dass wir das ausstellen. Das Ganze. Weiß nicht, ob die Perspektive hier besser ist. Nummer 60 voll. Ja, aber viel ist nicht gegraben, ne? Ja, man sieht das auch nicht, ne? Ist das von hier denn besser zu sehen? Wahrscheinlich, ne? Ne, das war ja ein Satz mit X.
Ja, jetzt muss ich natürlich mit diesen links und rechts ein bisschen mich hier dran gewöhnen, ne? Jetzt meine ich ja eigentlich spiegelverkehrt. Aber 70%, ey? Hat schon was, finde ich jetzt persönlich. Und Schaufel für Schaufel. Thema 80 Benzin haben wir jetzt. Ja, man sieht es nicht leider ganz genau, wie viel man in der Schaufel hat. Dafür eine Anzeige wäre ja eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Aber gut, das ist jetzt ein Beschweren auf hohem Niveau, glaube ich. Bin froh, dass wir überhaupt hier die Maschine uns leisten konnten. Und bisher hat es ja mal so ein riesen Brocken da unten rausgefallen. Ja, 15%, ey, bin schon mal den ersten Eimer jetzt gleich voll haben, ey. Mehr als zufrieden. Es würde so zumindest schon mal funktionieren, ne? Und wir haben schon sehr viele Nuggets, noch kein Kilo hier raus, aber ja, wir müssen ja auch 600.000 noch zusammenkriegen, wenn wir hier den ganzen Hof hier, den ganzen Bums kaufen wollen, ne? So, der erste Eimer ist voll. Läuft noch ein bisschen was voll. Geil. Und wir haben 15 Uhr, also es geht noch, ne? Bin mal gespannt. Oh Mann. Ist aber auch ein Löchle, ne? Wie kriege ich hier die Reste raus? Kann ich die denn auch mit der Schippe machen? Ah ja. Okay, macht ihr denn die Reste mit der Schippe? Jetzt war ich hier wieder rein. Habt ihr euch schon mal eingegraben? Also, dass man gar nicht mehr rauskommt? Okay, das ist jetzt hier einfach nur ein Scheißeimer. Den können wir vielleicht nachher mitnehmen. Gut, der läuft hier immer noch durch. Wir haben immer noch schön Wasser. Ding mal hinten haben wir auch. Sieht hier mit den anderen Benzin-Dings aus. Wir sollten hier mal nachtanken. Oh, der hat aber Durst. Der Bagger hat aber richtig Durst. Also ist ja nicht schlimm, dass der Durst hat, ne? Aber. Ah, hier haben wir ja auch noch eine Verle. Ah, ich habe zwei gekauft. Hätten wir gar nicht umbauen müssen beim letzten Mal. Oh, ein Dödel, ne? Ich bin aber auch ein Dödel. Naja. Das kommt manchmal davon, wenn man nicht, ne? Und so weiter. Gut, lass uns noch graben. Da haben wir ja jetzt hier vielleicht noch eine andere Technik. Wie wir das machen können.
Ich glaube nicht, ne? Wie macht ihr das denn am besten? Gibt es hier irgendwie so einen Geheimtrick, dass ihr sagen könnt, ey, pass mal auf, so und so? Oder sagt ihr, ja, so wie ich das eigentlich schon mache, ist das ganz okay? So eine Schippe 4% oder? Oha, 107. Das ist schon richtig was, ey. Ich glaube, das Tempo ist ganz okay, was ich jetzt mache. Ne, ich glaube, hier hätten wir jetzt nichts mehr, ne? Ja, es ist schon eine coole Sache. Es ist ein bisschen dunkel, muss ich sagen, ne? Also müssten wir auf jeden Fall ein bisschen gucken. Obwohl wird ja gerade mal 16 Uhr, aber das Wetter ist jetzt nicht so berauschend. Wollen natürlich jedes bisschen Erde hier bei haben. Ich weiß nicht, ob hier vorne richtig viel Gold ist. Mit den Erdbohrungen ist auf jeden Fall Gold wert, der Tipp, ne? Ah, guck mal, ne? Wir haben 30% jetzt schon zusammen. Schippe für Schippe. Ja, geht dann schon relativ zügig, ne? Weiß man nicht jetzt, wie gut es ist, aber wir sparen natürlich die ganzen. Die ganzen Abläufe denn, ne? Irgendwie gräbt der hier aber nicht mehr so richtig durch, oder was? Ach so, ich meine die falsche. Ah. Oh Gott, ey. Jetzt verstehe ich es erst. Dass das natürlich denn so nicht richtig funktionieren kann. Angefangen, der falsche zu drücken.
Oder spielt ihr nur mit der hier? Oh ja, ist gar nicht so verkehrt mit der. Okay. Der Arm ist leer. Wir haben jetzt 40% drinne, aber ist ja gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Da haben wir natürlich noch eine Menge zu tun, aber es macht Spaß. Mal den hier mal ausmachen. Ja, und den guten Dirt-Eimer, ich weiß gar nicht, nehmen wir den mit? Ist das der hier? Hä, was hat er denn jetzt hier für Probleme? Den nehmen wir denn mal mit, ne? Wir können ja eh jetzt, müssten ja vielleicht ein bisschen was verkaufen. Das ist der Dreckseimer. Müssten eh denn vielleicht. Denn mit einem Kraftstofftank, ne? Also wenn das so viel ist, dann müssten wir auf jeden Fall das mal ändern. Mit dem Tank. Also ich weiß nicht. Was wir jetzt hier noch haben. Hier ist noch voll. Ja, oh. Ich weiß nicht. Moin. Da hinten steht er jetzt. Okay. Dann machen wir jetzt hier nichts, bevor jetzt alles hier. Aber ich habe hier noch mein Dirt. Okay. So. Der hier kann ja denn ab, ne? Der oder der muss ja ab, ne? Ich will ja wenigstens ein bisschen was waschen. Ich will. Klar, ne, hier, da wird erzählt, du solltest mal ein bisschen mehr machen, aber den können wir dann wieder mitnehmen, der ist ja jetzt leer. Achso, der hat ja nicht viel. Aber da passt ja richtig viel rein, ne? Abgeschlossen. Okay, gut. Dann lassen wir es erstmal. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und dann müssen wir uns auf jeden Fall um die Spritprobleme kümmern. Besonders hier auch ein bisschen wieder reinschaufeln und so weiter und so fort. Also können wir jetzt noch schnell machen, ne? Was wir zusammen haben, haben wir zusammen. Nee, aber dann geht es ja weiter. Müssen wir mal gucken, dass wir die stationär noch ein bisschen besser aufbauen. Und vielleicht habt ihr noch ein bisschen ein paar Tipps zum Baggern oder sagt einfach, ja, das ist halt so, ne? Musst du dich dran gewöhnen. Ein paar Mal mehr und dann geht es dann auch anders. Weiß ich ja nicht, ne? Wie das so aussieht. Aber hier hätten wir ja auch bald wieder einen Eimer voll, der dann sich irgendwie aber auch lohnt, ne? Wenn der das ab und zu macht, weil man es ja eh hier zu stehen hat, dann glaube ich schon, dass das eine coole Sache ist, ne? Denke ich mal zumindest. So, dann wäre der auch wieder voll. Ich verabscheue mich dann. Wir sehen uns nächstes Mal. Und bis dann. Ciao, ciao.